Geschichten von vergifteten Äpfeln gibt es nicht nur in Märchen der Gebrüder Grimm, sondern auch in der Sagenwelt um König Artus. Und da die Geschichten sogar einige Ähnlichkeiten aufweisen, wollen wir sie erzählen. Es spielen mit, natürlich Artus. Er ist inzwischen ein erfolgreicher König und hat eine sehr beliebte und vor allem hübsche Frau an seiner Seite, die den Namen Ginevra trägt. Vor einigen Jahren hatte er sie schwer beeindruckt, als er den riesenhaften Troll, den ungehobelten König der Alemannen, besiegt hat. Nach dieser Großtat fiel es Artus nicht schwer, Ginevra davon zu überzeugen, dass sie ihn heiratet. Die Böse in unserer Geschichte, das ist Morgaine. Sie ist eine ältere Halbschwester von Artus und natürlich sauer darüber, dass ihr kleiner Bruder den ganzen Erfolg und Ruhm erntet. Lästig diese kleinen Brüder. Erst bekommen sie die ganze Aufmerksamkeit von Mama und Papa, dann zieht der kleine Bruder mal so nebenbei das Schwert aus dem Stein, wird König und ist auch noch tapfer und gut aussehend. Da muss man noch sauer werden. Ihr Helfer im Tun des Bösen ist Mordred. Die Sagenwelt ist sich nicht so ganz einig darüber, wessen Sohn er nun eigentlich ist. Manche behaupten sogar, er sei ein unehelicher Sohn von Artus selbst, was dieser aber nicht weiß. Aber egal, jedenfalls kann er Artus nicht leiden und stänkert gern. Daenerys und Maedor sind Ritter bei Artus. Das ist ein cooler Job, weil man als Ritter sehr angesehen ist und auch Frauen einen sehr tapferen Eindruck macht. Allerdings leben Ritter nicht ungefährlich. Wenn irgendwo ein Bösewicht auftaucht, dann müssen sie hin und ihm kämpfen. Dafür üben sie täglich, in Kämpfen mit Schild, Schwert und Pferd, das will gelernt sein. Einer der berühmtesten Ritter und Artus bester Freund, das ist Lancelot. Und der spielt in unserer Geschichte ebenfalls mit. Lancelot ist der tapferste, der geschickteste und der am besten aussehendste von allen Rittern der Tafelrunde. Er hat nur ein Problem. Und zwar hat er ein Auge auf Ginevra geworfen. Und das geht natürlich gar nicht. Schließlich ist sie die Frau von Artus und seine Königin. Aber manchmal ergibt sich doch eine günstige Gelegenheit, mal etwas für die Angebetete zu tun. Wie ihr sehen werdet. Lancelot befindet sich zurzeit nicht in Camelot, sondern ist unterwegs, um eine Horde Wikinger zu bekämpfen. Man ist wieder echt langweilig hier. Alle sitzen an der Tafelrunde und prallen mit ihren Großtaten. Tante Morgaine, komm, lass uns ein wenig denken. Mordred, Mordred, du bist ein richtig schlimmer Bube. Was wollen wir denn Böses unternehmen? Vor allem, wen wollen wir ärgern? Ich bin für Artus. Lancelot ist ja gerade nicht da. Der eignet sich auch immer gut. Ich bin für Ginevra, die ewig nett und schöne. Und wie wäre es, wenn wir gleich beide treffen würden? Super Idee, und ich weiß auch schon was. Mordred, gib ihm meinen Apfel, den schönsten aus der Schale, den, der als erstes gegessen wird. Warum? Willst du denn jetzt Äpfel essen? Ich dachte, du hast einen Plan. Wart's ab, geht schon los. Hast du den Plan jetzt endlich begriffen? Wir vergiften den Apfel und derjenige, der ihn jetzt isst, oder danach, das wird das Letzte sein, was derjenige isst. Kapiert? Ja. Das soll jetzt wirklich alles giftig sein? Ja, natürlich. Was denkst du denn? Das ist nur zum Spaß. Warum soll ich jetzt den Kittel anziehen? Willst du sterben oder was? Jetzt mach von jedem drei Tropfen auf den Apfel. Warum ich? War meine Idee. Ich hatte drei gesagt. Hast du nicht? Doch. Nein. Doch. Nein. Boah. Kannst du nicht mal zuhören? Boah, nee, ich mach jetzt das eh nicht mal.
so überall in Tropfen. Es verreibt das. Hm? Es verreibt das. Oh, immer ich. Reicht so. Jetzt zufrieden. Ja. Beeil dich, der muss zurück. Wasch dir danach die Hände. Oh ja. Egal, wer den Apfel jetzt isst, Ginevra oder Artus, der Apfel wird das Letzte sein, was derjenige im Leben gegessen hat. Tante Morgaine, das ist so richtig böse, böse am bösesten. Cool, los, wir verstecken uns, gucken zu, wen es erwischt. Heute kam ein Bote und brachte eine gute Neuigkeit von Lancelot. Ja, stellt euch vor, Artus. Der Bote hat sich so sehr beeilt, dass sein Pferd am Tor von Camelot zusammenbrach und wiederbelebt werden musste. Und, wie geht es ihm? Er steht im Stall und frisst schon wieder. Nein, nicht dem Pferd. Lancelot natürlich. Ach so, er hat die Wikinger kräftig verprügelt und sie auf ihre Schiffe zurückgetrieben. Tja, mein tapferer Lancelot. Wenn ich ihn nicht hätte, müsste ich mich um solche ungehobelten Wikinger selber kümmern. Ich könnte nicht bei dir sein, meine liebe Ginevra. Mein lieber Artus, natürlich freue ich mich jeden Tag über deine Gegenwart. Allerdings ein wenig Training ab und zu würde dir sicher wohltun. Ich glaube, du wirst allmählich etwas, sagen wir, wie soll ich das ausdrücken, overschlank. Was? Das kann nicht sein. Vermutlich ist es die Rüstung, die trägt ein wenig auf. Das schadet dir gewiss nicht, mein lieber Mann, wenn du etwas auf deine Linie achtest. Hier, nimm einen Apfel. Herr Ginevra, Äpfel, weißt du, die sind so gesund. Eigentlich nie richtig nahrhaft für einen Ritter. Isst du lieber den Apfel, zu dir passt er viel besser. Ach, Artus, sie wird das nichts mit der Schlange nehmen. Dann bekommt eben der Herr richtigen Apfel. Du hast uns die guten Neuigkeiten von Lancelot gebracht. Du hast ja diesen schönsten aller Äpfel wirklich verdient. Oh, ein Apfel. Wie schmackhaft. Ich danke euch, edle Dame. Oh, mein geliebter Bruder, wie konnte das geschehen? Eben war er noch frisch und munter und nun liegt er da nieder. Tot, in der Blüte seines Lebens hinweggerissen. Wie konnte das geschehen? Es muss der Apfel gewesen sein. Artus, eure Frau hat meinen Bruder vergiftet. Mein lieber Maedor, das ist undenkbar. Nichts habe ich getan, nichts, das müsst ihr mir glauben. Maedor, denkt doch nach, meinem eigenen geliebten Gatten wollte ich zuerst den Apfel geben. Da kann es wahrlich mit der Liebe nicht so weit her sein, wenn ihr unseren König Artus vergiften wolltet. Vielleicht stimmt ja doch etwas an euch und den Gerüchten um den hübschen Lancelot. Maedor, Artus, so glaubt mir doch. Tja, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ach, du weißt nicht, was du sagen sollst. Das ist ja wieder mal typisch. Ich könnte dir sagen, was du sagen sollst. Artus, ich verlange, dass die Königin vor Gericht gestellt wird und für den Tod an meinem Bruder verurteilt wird. Maedor, eine Königin stellt man nicht vor Gericht. Da steht eine Königin darüber. Dann fordere ich sie zum Zweikampf. Du kannst nicht mit einer Frau kämpfen. Das wäre unfair gegenüber der Frau und peinlich für dich. Gut, dann finde jemanden, der für Königin Ginevra antritt. Oh ja, Artus, du bist mein Mann, du wirst für mich kämpfen. Das würde ich fürchterlich gern, aber ich bin der König. Na und? Ein König muss regieren. Er kann nicht seine Zeit mit Zweikämpfen vergeuden. Oder stell dir vor, ich würde verletzt. Nicht, dass ich das ernsthaft in Erwägung ziehen würde, aber ein unglücklicher Zufall könnte dazu führen. Und wer sollte dann das Königreich regieren? Nein, Ginevra, das ist ausgeschlossen. Ja, toll, wie ich mich auf dich verlassen kann. Was hat man nun davon, die Frau des Königs zu sein? Ich dachte, das würde mir wenigstens ein paar Vorteile bringen. Aber nein, jetzt muss ich auch noch Unterricht im Schwertkampf nehmen.
Aber nein, meine liebe Ginevra, sicher wird sich ein tapferer Untertan finden, der für dich kämpft. Ja, und drückt es doch gleich korrekt aus. Wir suchen einen tapferen Untertan, der für seine Königin sein Leben opfert. Liebes Volk von Camelot, es wird verkündet, dass am heutigen Tage ein ritterlicher Zweikampf stattfinden soll. Ein Zweikampf mit nur einem Ritter. Wie peinlich. Der ehrenwerte Ritter Meldor beschuldigt die liebreizende Königin Ginevra des Mordes an seinem Bruder Laheris. Die Königin beteuert ihre Unschuld. Ritter Meldor fordert nun zum Zweikampf auf Leben und Tod. Sollte sich ein Ritter finden, der für die Unschuld der Königin antritt und sollte dieser den Kampf gewinnen, dann würde Ritter Meldor, so er noch dazu in der Lage ist, die Unschuld der Königin anerkennen. Sollte der ehrenwerte Ritter Meldor den Kampf gewinnen oder sollte sich kein Ritter finden, der für die Königin antritt, dann gilt die Schuld der Königin als erwiesen. In dem Falle geht die Königin aller Ehrenämter verlustig. Der König lässt sich scheiden und die Königin wird für den Rest ihrer Abendtage in den Turm gesperrt. Meine lieben Ritter, wer von euch tritt für die Ehre der Königin ein? Mein königlicher Dank wird euch gewiss sein. Edle Ritter, lasst mich nicht vergeblich flehen. Obwohl ich Königin bin, bin ich doch auch nur ein schwaches Weib und benötige eure Hilfe. Was soll das, ihr Feiglinge? Schließlich gehören zwei zu einem Zweikampf. Wie soll ich meine ritterliche Stärke beweisen, wenn ich keinen Gegner habe? Tja, da wird die liebreizende Dame nun wohl in den Turm müssen. Wie ungünstig, das Turmklima ist gar nicht gut für den Turm. Dafür ist der Turm aber gut für die schlanke Linie. Es gibt noch Wasser und Brot. Wie schade für die Königin. Wie traurig für den König. Was ist denn nun? Wer kämpft denn jetzt mit mir? Ich. Wer ist ich? Stell dich vor, wie es sich gehört. Ich bin Lancelot, erster Ritter der Königin Ginevra. Und ich trete an, um ihre Unschuld zu erweisen. Mist, ausgerechnet der. Ich denke, der macht mit den Wikingern rum. Vielleicht bringt Maedor ihn ja um, dann schlagen wir drei Fliegen mit einer Klappe. Der König verliert jetzt seinen besten Mann, die Königin ja nicht wäre. Und Lancelot, naja, der ist ja dann tot. Träum weiter, Mordred. Och nö, ausgerechnet Lancelot, da muss ich mich ja richtig anstrengen. Maedor ist getapfer zu kämpfen und nicht rumzujammern. Na, wir müssen nicht gleich übertreiben. Ich bin immer noch dein Mann und daher auch dein Held. Komm, wir gehen. Liebes Volk, damit wird verkündet, dass die liebreizende Königin unschuldig ist am Tode des ehrenwerten Ritters Gaheris. Die Bleibkönigin behält alle ihre Ehrenämter und wird nicht in den Turm. Dieser Lancelot macht nur Ärger. Immer verdoppelt er die besten Pläne. Komm, Mordred, wir denken uns was Neues aus.